Der Egon muss vor die Fernsehkamera. Jawohl! Es geht doch gar nicht um dich, Egon. Sondern es geht darum, jetzt muss die Partei das Wort ergreifen. Heute Abend noch. Jawohl! Die Partei, sie hat immer recht. Und Genossen, es bleibe dabei. Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer recht. Gegen Lüge und Ausbeuterei. Wer das Leben beleidigt, ist dumm oder schlecht. Wer die Menschheit verteidigt, hat immer recht. So aus Leninschem Geist, fängt von Stalin geschweißt. Die Partei. Wenn wir jetzt, wenn auch verspätet, uns nicht zu Wort melden, dann sind wir in der Gefahr, dass wir das Wort nicht mehr bekommen. Massen machen uns Beine und wir reden von unserer führenden Rolle dabei. Noch eine grandiose Augenauswischerei. Nein, Moment, ich verwechsle überhaupt nicht die Situation. Aber ihr habt ein bisschen die Situation verwechselt. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Die DDR ist das einzige Land in der Welt, das Oldtimer in Serie produziert. Das muss nicht sein. Das Auto ist eine psychologisch sensible Sache. Könnten wir sie nicht ein bisschen moderner machen? Na, nicht sofort und so, aber wir müssen uns das in der Regierung unbedingt vornehmen. Die Arbeiterklasse ist so verärgert. Die gehen auf die Barrikaden. Die wollen Partei raus aus den Betrieben. Die wollen die Gewerkschaft ablösen, die Parteisekretäre ablösen. Und wir halten hier große Reden. Ich bitte darum, dass der Diskussionsbeitrag nicht veröffentlicht wird. Ja, nein, um Gottes Willen. Das ist unmöglich. Da laufen uns die letzten Leute weg. Ja, wir schockieren die ganze Republik. Ja! Wie weit kann ich mit meiner als Wahrheit erkannten Meinung gehen, wenn sie nicht der offiziellen Parteilinie entspricht? Ich möchte hinzufügen, dass ich es für mich nicht für so einfach halte, eine persönliche Wende zu vollziehen. Ich kann für mich nicht in Anspruch nehmen, Genossen, es nicht gewusst zu haben, es nicht gesehen zu haben. Die 10. Tagung des Zentralkomitees hat sich kritisch und selbstkritisch mit der Lage im Lande befasst. Ich habe keine Schuld daran, wirklich nicht. Und ich weigere mich auch, nach Hause zu fahren und so anzuerkennen und nach Hause zu fahren und zu sagen, du bist schuldig dran. Ich bin erschüttert über das, was ich hier gehört habe. Mein Leben ist zerstört. Moment! Ich kann nicht alles überblicken und auch noch hier den Satz im Kopf behalten. Ich übernehme keinerlei Verantwortung. Richtig. Ich trete nicht aus. Ich wünsche nicht, in der gleichen Liste genannt zu werden, denn dann bleibe ich drin, das ist klar. Wir haben im Staatsrat die Todesstrafe aufgehoben. Ich bin dafür, dass wir sie wieder einführen. Und dass wir alle die standrechtlich erschießen, die unsere Partei in eine solche Schmach gebracht haben. Ich habe mein ganzes Leben versucht, mit dieser Partei zu leben. Ich sage das in ganz vollem Bewusstsein. Aber was ich hier erlebt habe, ist so deprimierend, so erschütternd, dass ich es nicht verwinden kann. Ich bin ehrlich! Also, ich habe heute Abend das Stück zum 4. Mal gesehen. Ja, zum 5. Mal. Ich muss sagen, es kommen jedes Mal neue Intentionen dazu, neue Empfindungen zu dem, was man selbst erlebt hat. Als erstes möchte ich hervorheben, dass diese Truppe und der Chor sehr gut die damalige Atmosphäre auf den 4 Tagungen des Zentralkomitees wiedergeben. Sie haben sich bei den ausgewählten, dramatisch gut zu verarbeitenden Textstellen absolut an die Vorgabe des Buches gehalten. Und ich muss sagen,
Das ist eine großartige, anerkennenswerte Leistung von dem Ensemble des Theaters 89. Meine Hauptüberlegung, die mir heute Abend erneut gekommen ist, besteht darin, dass diese vier Tagungen sich grundlegend unterschieden von all den Tagungen, die ich seit 76 im Zentralkomitee erlebt habe. Dort gab es im Grunde genommen feste Rituale. Es gab die Reden vom Politbüro, die Berichte des Politbüros, die Begründung für die Volkswirtschaftspläne und die Diskussion waren Statesmen. Und jeder, der im Zentralkomitee damals das Wort ergreifen wollte, hatte in der Tasche ein Vorher von Erich Honecker persönlich oder von Günter Mittag abgesegnetes Manuskript. Es waren Statesmen, die da gehalten wurden und dementsprechend keine Debatte. Und gerade dieser gravierende Unterschied zu diesen Tagungen von der 9. angefangen bis zur 12. ist für meine Begriffe ein sehr wesentliches Charakteristikum des Zentralkomitees nach der Wahl von Egon Krenz und der Ablösung von Erich Honecker. So viel vielleicht als das für mich Bewegendste. Vielen Dank. Jens? Ja, ich fand es schauderhaft. Also ich fand es schauderhaft schön, das Stück. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich habe, während ich es gesehen habe, die Frage mir gestellt, ob das tatsächlich nicht viel, viel mehr passieren sollte. Historische Aufarbeitung hat immer das Problem und steht immer in der Gefahr, auch gewisse Ritualisierungen auszubilden und tendenziell auch vielleicht das Gleiche immer neu etwas anders zu erzählen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Theaterstück ganz neue Signale setzen könnte und auch ganz neue Impulse für bestimmte Fragen bringen könnte, die vielleicht nach mehr als 20 Jahren auch problematisch sein können. Hast du was Neues gelernt oder ist dir irgendwas so klar geworden jetzt nochmal, irgendeine oder ein Gefühl dafür bekommen für die Zeit? Ich fand es zum Teil schon schwer auszuhalten. Also das ist ja unglaublich, was da gelaufen ist im ZK. Und diese Handlungsunfähigkeit, die man eigentlich jetzt in den letzten 2 Stunden präsentiert bekommen hat, die totale Realitätsverweigerung und Unfähigkeit, auf das einzugehen, was eigentlich draußen in der realen Welt, sag ich mal, passiert, ist ist sehr beeindruckend und gleichzeitig würde ich hinzufügen, war es auch ein Riesenglücksfall. Also es ist ja nicht auszudenken, wenn das ZK der SED noch schlagkräftig gewesen wäre, handlungsfähig gewesen wäre und womöglich alle Machtmittel eingesetzt hätte, die es zur Verfügung gehabt hätte. Das hätte dann zu etwas geführt, was eben nicht die friedliche Revolution gewesen wäre. Auf zum Kampf, zum Kampf! Zum Kampf sind wir geboren. Auf zum Kampf, zum Kampf. Zum Kampf sind wir bereit. Also mich bewegt hier vor allen Dingen bei dieser Geschichte, dass ich dachte, Sie haben eben gesagt, das ZK, wenn das noch handlungsfähig gewesen wäre. Ich glaube, man hat sehr deutlich gesehen, dass dieses ZK nie handlungsfähig war. Und dass es einfach alles nur ein System war, was auch mit Angst regiert hat. Und wo die Leute selber, die in diesem ZK waren, und mein Vater war 34 Jahre in der Volkskammer, ich weiß das, dass man selbst in der Volkskammer immer mit einem Zettel in der Hand irgendwie losgegangen ist und da seine Abstimmung gemacht hat und seine Beiträge, die vorher abgesegnet wurden. Also es wurde niemals, war dieses ZK handlungsfähig. Aber was mich hier vor allen Dingen bewegt, ist zum Beispiel, dass Herr Steffen ja eben gesagt wurde, dass er in der Rosa-Luxemburg-Stiftung arbeitet oder da tätig ist. Und in der Rosa-Luxemburg-Stiftung gibt es ja den Vorsitzenden, den Herrn Heinz Vietze.
Und ich hätte das mal begrüßt, wenn zum Beispiel mal ein Theaterstück, ein ähnliches Stück gemacht werden würde, wo mal deutlich wird, dass Hafize zum Beispiel als erster Sekretär der des Sekretariats der SED in Potsdam verantwortlich war für die Stasi, verantwortlich war dafür, dass Leute verhaftet wurden und in den Gefängnissen gequält wurden und dass die Internierungslager geschaffen wurden. Da hat sich Hafize bis heute einer Stellungnahme verweigert, obwohl er die vor 15 Jahren mal öffentlich versprochen hat. Und das würde ich mal toll finden, wenn das mal öffentlich gemacht wird. Was mich überrascht hat, auch als ehemaliger DDR-Bürger, war, ich gehe mal davon aus, dass das Stück jetzt auch anteilig die Diskussion gut wiedergegeben hat. Also sprich, dass also dieser ökonomische Anteil in der Diskussion auf dieser ZK-Tagung auch sozusagen tatsächlich dominierend war. Würde mich mal interessieren, hat es denn noch nach dieser Tagung, ging das dann noch weiter? Hat man noch über diese zum Beispiel die Verschuldung der DDR und diese ökonomische Lage, hat man sich damit auseinandergesetzt oder hat dann jeder sich sozusagen darum bemüht, sich seine eigenen Schiffchen ins Trockene zu bringen? Hat man dann sozusagen sich nur noch um sich selbst gekümmert oder hat dann die Ökonomie noch eine Rolle gespielt? Das würde mich mal interessieren. Man merkt ja immer, dass geblockt wird. Und ich frage mich, woran liegt das? Und wenn ich mir jetzt auch der Dame, dass eine Hafize da in der Luxemburg-Stiftung seit 15 Jahren eine Antwort verweigert, dann frage ich mich, wie kommen wir denn einfach weiter? Dann kommt ja wieder so etwas. Es wurde ja in dem Stück ganz deutlich, dass sie eben, also die ZK-Mitglieder, nichts Eigenes sagen durften, dass sie vorgefertigte Manuskripte hatten. Und wenn das jetzt wieder einsetzt, da habe ich große Bedenken, dass wir nicht wieder in so eine Sackgasse geraten. Vielen Dank. Es gab jetzt neben Meinungen ganz konkrete Fragen. Vielleicht fangen wir mal mit der Ökonomie an. Also die ökonomischen Fragen haben auf den Tagungen des Zentralkomitees von Oktober bis Dezember immer eine dominierende Rolle gespielt, wie das auch hier wiedergegeben wurde. Wenn man die Sache mit einem Satz charakterisieren will, warum wir heute in dieser Situation sind, dann muss man ganz sachlich sagen, dass wir mindestens seit 1973 über unsere Verhältnisse gelebt haben und uns etwas vorgemacht haben. Die Aufarbeitung erfolgte nur bruchstückhaft und ist auch, was danach geschehen ist, bis heute teilweise sehr umstritten. Ich möchte hier hervorheben, dass Gerhard Schürer beispielsweise in dem, was er hier auch, was hier von ihm vorgestellt wurde, der realen Einschätzung und den Verlauf der Dinge sehr, sehr deutlich geworden ist. Er hat im Auftrage des Generalsekretärs von Egon Krenz dem Politbüro am 31. Oktober eine schriftliche Analyse der wirtschaftlichen Lage vorgelegt, die solche Elemente, wie er in der Diskussion gesagt hat, beinhaltet, aber weit darüber hinausgeht. Diese Stellungnahme von Schürer und dieses Dokument des Politbüros vom 31. Oktober wird von manchen Ökonomen der DDR heute noch bestritten. Es wird ihm unterstellt, er habe die Lage dramatisiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, wer diese Situation als noch zu harmlos, also zu übertrieben dargestellt findet, ist von der Realität noch weiter entfernt, als wir auf der ZK-Tagung waren. Und ich möchte einen Satz nur noch hinzufügen. Das Problem war wirklich nicht in der Hauptsache die Verschuldung. Diese 20 Milliarden hören sich gewaltig an,
Aber wenn man das mit heutigen Schulden mancher Staaten vergleicht, ist das ein Peanuts. Aber das ist ja gar nicht das Problem. Das Problem war, dass die DDR-Wirtschaft keine Reproduktionsmöglichkeiten mehr hatte. Dass die Technik veraltet war. Teilweise also mittelalterliche Technik mit 10 Jahre Betriebsdauer hinter sich hatte. Wir die wissenschaftlich-technische Revolution im wahrsten Sinne des Wortes verschlafen hatten. Dass eben die Quelle für eine Wiederherstellung einer funktionierenden Wirtschaft nicht mehr gegeben war. Und dazu kam, dass uns die Sowjetunion auch Lieferungen nicht mehr zusichern konnte, ohne denen die Wirtschaft der DDR sowieso nicht funktionieren konnte. Also ich muss sagen, Schönreden von unserer damaligen Situation in heute ist kontraproduktiv und dient weder der ideologischen und politischen Klärung noch einer Überlegung, was denn in Zukunft anders gemacht werden müsste. Vielen Dank. Also die 4 Tagungen sind alle vollständig ediert, also auch zum Beispiel Sachen, die noch auf den Tonbändern waren, die noch nicht mal den offiziellen Teil betreffen. Das ist also zum Beispiel ist auf der letzten Tagung am 3. Dezember, die Auflösung beschloss, ist ein Vorspann, weil das Tonbandgerät wurde eingeschaltet und die Sitzung begann verspätet, weil sich Politbüro und Sekretariat faktisch erst selbst auflösten. Also noch eine Beratung mit den ersten Bezirkssekretären stattfand. Und Modrow geht in die Sitzung und erläutert die Umstände der Flucht von Schalk-Golokowski, den Zentralkomiteesmitgliedern, was nochmal für einen zusätzlichen Spannungsbogen sorgt. Also von den Persönlichkeitsrechten ist es so, dass alle ZK-Mitglieder de facto Personen der Zeitgeschichte sind und mit der Archivnovellierung nach 1990 diese Materialien durch Genehmigung des Archivwesens freigegeben sind. Das ist ja auch das Unikat der Situation, dass man de facto ab 91 an die Unterlagen kam, die sonst Sperrfristen unterliegen und die dann eben auch für die historische Forschung und auch für die Öffentlichkeit freigegeben worden sind. Dann die Geschichte mit der Ökonomie. Da muss man aber sagen, dass auf der 10. Tagung, die ja hier den Hauptteil bildet, auch in der Theateraufführung, vom 8. bis 10. November, die war 3 Tage lang und die hat die hauptsächliche Ökonomie-Diskussion beinhaltet. Und auch da ist es so, dass die wichtigsten Beiträge sind de facto auch hier eingeflossen. Also Schürer natürlich, Ernstberger als Leiterabteilung Finanzen des Zentralkomitees und dann auch Jarowinski, der diese Geschichte, was ich ganz gut finde, auch als zur Illustration mit der Mikroelektronik da erläutert. Ich will euch jetzt mal einige dieser Fakten nennen, um zu zeigen, was die eigentlichen Probleme unserer Leistungsentwicklung sind. Der Speicherschaltkreis 64 Kilobit, unsere Hauptproduktion gegenwärtig 8,9 Millionen Stück, der Betriebspreis 40 Mark, der Weltmarktpreis 1 Mark bis 1 Mark 50. Der Speicherschaltkreis 256 Kilobit, das ist der jetzt ganz groß angekündigt in die Produktion gegangen ist, der kostet bei uns reine Kosten 534 Mark. Der Weltmarktpreis beträgt gegenwärtig 4 bis 5 Valuta Mark. Dann gibt es noch ein paar andere, unter anderem haben also auch, Wirtschaftsleute gesprochen, das klang ja Winter und so weiter. Nur das waren die entscheidenden Beiträge, die haben auch de facto zu dieser Stimmung maßgeblich beigetragen, die auch hier ganz gut rüberkommt. In den anderen Tagungen, also die davor, das ist der Anfang auch des Stückes, ist die Tagung vom 18. Oktober, auf der Honecker abgelöst wird. Da spielt Ökonomie nur am Rande eine Rolle. Dann gibt es noch eine Tagung, die 11. am 13. November, das ist also 3 Tage nach dem Mauerfall, wo faktisch der Parteikongress beschlossen wird, der dann nochmal zum außerordentlichen Parteitag umgewandelt wird. Dort gibt es ein paar Bezüge, weil am gleichen Tag wird Modrow zum Ministerpräsidenten gewählt. Das ist diese Situation, die hier auch beschrieben wird, also mit der Einberufung der Regierung, also einer sozusagen
ja, wenn man so will, Krisenregierung. Und die letzte Tagung ist dann am 3. Dezember und ist ja die Auflösung, wobei bei dieser Auflösung aller Führungsgremien natürlich auch wieder die wirtschaftlichen Gründe eine Rolle spielen. Habe ich ja schon gesagt, Fluchtscheid Golodkowskis, also der Finanzmanager geht von Bord. Und also die Ratlosigkeit ist dann faktisch auch nicht mehr zu toppen, wenn man das so will. Dann dem Kollegen Vize, also für den kann ich jetzt hier nicht sprechen, das möchte ich auch nicht. Ich will nur sagen, dass Vize war nicht im Zentralkomitee, spielt jetzt hier in, also kann hier nicht auftreten oder so. War vor ein paar Wochen, also 23. Oktober, war ich aber nicht dabei, war eine Aufführung des Stückes in Potsdam und war auf der sozusagen anschließenden Diskussion. Also ich habe da jetzt keinen authentischen Eindruck. Jedenfalls gab es da auch Diskussionen. Das ist also meiner Meinung nach nicht so, dass er sich den Diskussionen nicht stellt. Bloß ich kann nicht für ihn irgendwelche persönliche Verantwortung übernehmen. Dieser Tonbandmitschnitt und die Mitschnitte sind ja auch quasi offiziell gemacht worden. Es handelt sich nicht um irgendeine geheime Aktion, sondern dass es war sozusagen gang und gäbe, das mitzuschneiden, das zu beenden. Geschichte ist ein offener Prozess, das wird deutlich. Es gibt immer wieder in der historischen Aufarbeitung, auch bei den Historikern, das Problem, dass Geschichte geschrieben wird aus dem absoluten Gegenwartstandpunkt. Das ist Ex-Post-Geschichtsschreibung und das ist eigentlich unwissenschaftliche Geschichtsschreibung, weil man sich als Historiker immer in den Handlungs- und Erfahrungsraum der Akteure, die damals gehandelt haben, hineinversetzen muss. Man kann nicht sozusagen mit dem Wissen, das man später gesammelt hat, daran gehen. Und das erscheint mir für historisch-politische Bildungsarbeit mit ihren Prinzipien von Kontroversität und Multiperspektivität und Überwältigungsverbot ganz, ganz interessant. Sein, dieses Debakel eigentlich, das im ZK ablief und das wir heute in dem Theaterstück gesehen haben, war ja etwas, was Sozialwissenschaften weltweit eigentlich betroffen hat. Es gab also selbst die größten Kommunismusexperten wie Zinoviev Brzezinski oder solche Leute, die haben das nicht vorausgesehen, dass die DDR so schnell zusammenbricht. Brzezinski hatte ja dieses Buch geschrieben, Anfang 89, Untergang des kommunistischen Systems, in einem Zeitraum von 20 bis 30 Jahren. Zwei Länder waren davon ausgenommen, die DDR und Bulgarien. Die hatte als die stabilsten kommunistischen Systeme angesehen. Und das zeigt, dass dieses Problem eigentlich für Sozialwissenschaftler und Historiker ja auch darin besteht, eigentlich in dem Anspruch, wie gehen wir sozusagen mit dem historischen Wissen für Gegenwart und Zukunft um. Und deswegen ist dieses Stück, glaube ich, von ganz entscheidender Bedeutung. Und es wäre interessant zu wissen, wenn man das ganz, ganz jungen Leuten mal vorspielen würde, die natürlich all das Kontextwissen, was hier wahrscheinlich im Raum viele haben, eben gar nicht haben, wie das dann wirkt. Also es wäre interessant, eigentlich mit Schülern darüber zu diskutieren, was das Stück bedeutet und was es für eine Aussagekraft heutzutage noch hat. Also meine Frage richtet sich vor allem an Herrn Müller und ich möchte das Wort aufgreifen, dass also die Geschichte ein offener Prozess ist und ein Beleg dafür ist sicher, dass Sie hier mit auf dem Podium sitzen und bereit sind, sich Fragen oder Diskussionen zu stellen. Ich fand diese Inszenierung hier mit dem Chor auch großartig, wo ja deutlich wurde an diesen Liedern, wie identitätsstiftend also bestimmte Konstrukte der Geschichte waren und der Ideologie. Und es wurde auch deutlich, dass es zwar so die eine Fraktion gab im ZK oder in der Partei oder in der Gesellschaft insgesamt, die so die Hardliner waren, wie hier von Kessler dargestellt, also die nicht bereit waren, von ihrer Klassenkampfideologie wegzugehen. Aber es gab eben auch die vielen anderen, die irgendwie ehrlich bemüht waren, die DDR zu einer gerechten sozialistischen Gesellschaft auszubauen. Und diese Lieder haben das nochmal illustriert, was sozusagen die Antriebskräfte waren. Aber trotzdem ist es für mich, die ich auch in der DDR groß geworden bin und auch alle Lieder hätte auswendig mitsingen können, immer unklar, wie Leute mit so einem hohen Anspruch, die Welt zu verbessern und eine Gesellschaft zu gestalten, tatsächlich gleichzeitig so eine Realitätsferne haben.
Verweigerung will ich gar nicht jetzt unterstellen, die gab es bei einigen, aber auf alle Fälle Realitätsferne. Und ich denke immer, ich habe in einer komplett anderen DDR gelebt als vielleicht Sie. Und darum wollte ich fragen, wie schauen Sie heute auf Ihr langes Berufsleben zurück, was im Grunde genommen ja doch mit diesem Scheitern endete? Also ich will keine Schuldbekenntnisse oder so, ich will es verstehen einfach. Das ist eine der Fragen, die mich seit 1989 umtreibt. Zu welchen Erkenntnissen bin ich gekommen? Ich glaube, dass diese vier Tagungen des ZK im Grunde genommen weit neben den realen Prozessen stattgefunden hat, ist deutlich geworden. Die Ursache dafür liegt nicht in diesen vier Tagungen. Da war ja auch das Bemühen von vielen erkennbar, auf Dinge, zu Dingen vorzustoßen. Die Gründe für diese Realitätsferne liegt in der Geschichte der SED. Und im Besonderen in der Zeit, wo Erich Honecker Generalsekretär der Partei wurde. Das, was Schürer wiedergegeben hat auf dem Gebiet der Ökonomie, ist ein Beleg dafür. Es wurde Anfang der 70er Jahre gewarnt. Es wurde Vorschläge gemacht. Diese Politik geht vor dem Baum. Es wurde nicht darauf gehört. Im Grunde genommen die Politik der Hauptaufgabe in Einheit von Wirtschaft und Sozialpolitik war eine mit dem Schicksal Erich Honeckers verbundene Politik. Und daran zu kritisieren, stand ihm nicht an, das ist ganz klar. Und er hat keine Kritik daran geduldet. Der Vorsitzende des Ministerrates, Genosse Stoch, unterstützte die staatliche Plankommission und forderte, ich zitiere, einschneidende Maßnahmen zur Änderung der Wirtschaftspolitik. Genosse Stoch wurde im Politbüro geantwortet durch Genossen Honecker, die Worte über einschneidende Maßnahmen wollen wir hier nie wieder hören. Das ist aber nur die eine Seite. Die andere Seite ist in der Auffassung der Partei generell zu sehen. Wir haben immer gesagt, die Lehre, die Leninsche Lehre von der Partei Neuen Typus. Das ist schon ein Schwindel. Denn Lenin hat keine Lehre der Partei entwickelt, sondern sie wurde von Josef Vissarionowitsch Stalin geschaffen. Und bei allen Parteien über die Komintern in den 30er Jahren, 20er und 30er Jahren und nach 45 allen regierenden Parteien übergestülpt, wurde aufgenommen als gültige Lehre. Und was war diese? Was waren die Eckpunkte dieser Lehre? Das war erstens, wir allein wissen, wie der Lauf der Dinge geht. Wir haben das Wahrheitsmonopol. Und wer gegen dieses Monopol verstieß, war im schlimmsten Falle ein Parteifeind. Ich darf das an einer Sache nur illustrieren. Die Ausbürgerung Biermanns. Darüber will ich nicht reden, sondern über den Protest, der von Parteimitgliedern, Hermlin, Christa Wolf und anderen, erhoben wurde gegen diese Art und Weise. Was war der Kommentar von Erich Honecker? Diese Leute dünken sich klüger als die Partei. Und was haben wir gemacht? Wir haben sie bestraft. Hermlin kriegte eine strenge Rüge, Christa Wolf kriegte eine strenge Rüge, Jakobs wurde aus der SED ausgeschlossen, um nur einige mit dem Namen zu nennen. Warum folgten wir dieser irrigen, falschen Auffassung? Durch das oberste Organisationsprinzip der Partei. Und das war der demokratische Zentralismus. Und ich bin Mitglied der Partei gewesen seit 1947. Ich kann Ihnen auf den Tag genau sagen, wo bei mir
die Disziplinierung für die Partei und dieses Prinzip begann. Das war 1951 bei der Überprüfung der Parteimitglieder. Da war die Frage, bist du bereit, alle Beschlüsse der Partei zu erfüllen, jeden Auftrag durchzuführen? Und wenn wir das mit Nein beantwortet hätten, hätten wir kein Parteidokument bekommen. Aber das Parteidokument war für uns die Seele für unser Leben. Kann man heute urteilen, wie man will. Das war die Situation. Und diesem Prinzip ist die SED treu geblieben bis zum Ende. Und das widerspiegelt ja auch die ganze Auseinandersetzung auf dieser Tagung des ZK, deutlich von Jarowinski und von Schürer. Dieser Gewissenskonflikt. Ich weiß mehr und ich weiß, dass es falsch ist, aber im Interesse der Partei, der Einheit der Partei, füge ich mich den Weisungen des Politbüros und des Generalsekretärs. Das ist ein Stück persönliche Tragödie. Ich habe das bis heute noch nicht bis zu Ende verdaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, hier wurde ja in diesem Theaterstück ganz deutlich immer wieder, ging es ja um Geld, um diese Verschuldung, die dann angefangen hat. Und um welche Summen es sich da gehandelt hat, habe ich auch erst heute so konkret erfahren. Aber wir wissen ja, dass diese Finanzlöcher auch immer versucht wurden, dass man die stopft mit dem Häftlingsverkauf. Dass also junge Leute... mir sind selber sehr viele im Freundeskreis bekannt, bei geringster Auffälligkeit oft verhaftet wurden, dann sind die 2 Jahre im Knast unter schrecklichen Bedingungen gewesen und sind dann in den Westen verkauft worden. Da hat die DDR eine Menge Geld eingenommen. Und ich denke, damals wurde ja der Beschluss gefasst, dass das Politbüro bzw. das ZK Verantwortung übernimmt. Warum geht die Verantwortung nicht so weit, dass diejenigen, die heute dicke Renten verdienen, weil dieser Beschluss, dass die Renten gekappt werden, der ist ja durch das Bundesgericht irgendwie gekappt worden, es gibt ja wieder dicke Renten. Warum zahlt ihr nicht in einen Fonds ein, dass diese Leute entschädigt werden? Warum müssen das alle Leute auch aus den alten Bundesländern machen, die damit eigentlich nichts zu tun haben? Das ist eigentlich unsere Sache. Und alle müssen zahlen. Und wie gesagt, da komme ich nochmal zu Herrn Vize. Herr Vize hat 20 Jahre im Landtag in Brandenburg für die PDS gesessen und später in der Linken, hat ein dickes Gehalt kassiert, hat jetzt auch noch verdient bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung oder verdient immer noch. Ablasshandel, sage ich da nur, zahlt einen eine Stiftung und entschädigt diese Leute, die für ihr Leben lang gestraft sind, die bis heute unter schweren psychischen und körperlichen Beeinträchtigungen leiden. Danke. Ich bin dazu bereit. Erstens, dieser Verkauf von Häftlingen war in der Partei und auch dem Zentralkomitee nicht bekannt. War nicht bekannt. Wenn Sie wissen möchten, was das Zentralkomitee vor der 9. Tagung über die Devisenverschuldung erfahren hat, dann kann ich mit ruhigem Gewissen als Mitglied des Zentralkomitees antworten, wir wussten nichts. Das waren Sachen, die im Politbüro, wie Ehrensberger erzählt hat, jeden Monat vorgelegt wurden. Und dann geriet es unter Verschluss. Und das war nicht nur das Einzige. Die Selbstherrlichkeit von Erich Honecker erstreckte sich auf sehr, sehr viele Gebiete. Hier wurde eingangs erzählt über den Lacher auf der 8. Tagung.
Diese Entscheidung, die DDR oder Leipzig bewirbt sich um die Olympischen Spiele, wusste noch nicht einmal der Abteilungsleiter für Sport des Zentralkomitees. Das wusste nicht das Mitglied des Zentralkomitees Manfred Ewald als Präsident des Deutschen Turn- und Sportbundes und Präsident des Nationalen Olympischen Komitees. Das war leider Gottes in vielerlei Hinsicht eine solche Sache. Ich nehme noch etwas viel Schlimmeres. Auf der 9. Tagung des Zentralkomitees, die in der zweiten Hälfte Juni 89 stattfand, wurde der Bericht des Politbüros von Achim Herrmann gegeben. Dieser Bericht des Politbüros war im Politbüro bestätigt. Das, was er vortrug, war ergänzt durch den Generalsekretär, nämlich ohne Wissen des Politbüros, nämlich, dass die Haltung von Gorbatschow bei seinem Besuch in der Bundesrepublik nicht klassenmäßig gewesen sei. Das steht hinterher in keinem Protokoll. Aber Achim Herrmann hat es zur Instrumentalisierung des ZKs so ausgesprochen. Aber jetzt eine Frage an Herrn Müller als ZK-Mitglied. Wie konnte denn diese Partei über die Jahrzehnte sich selbst täuschen und annehmen, dass die Bevölkerung der DDR wie ein Mann hinter ihr steht? Das hat man doch in großen Teilen nur durch Zwang erreichen können. Jeder wusste, ich bin Jahrgang, der noch vor Ende des Krieges geboren wurde, dass die SED und auch die DDR eine reine sowjetische Konstruktion war. Das haben Sie nie gesagt. Jetzt sagen Sie, Sie hatten Angst gewissermaßen. Wie groß war denn Ihre Angst vor dem sowjetischen Machtanspruch? Das würde ich gerne auch mal wissen. Also die Täuschung über das Vertrauensverhältnis, was die SED genossen hat, war zu verschiedenen Zeiten sehr unterschiedlich, auch partiell. Ich kenne Meinungsumfragen, die nach 1990 veröffentlicht wurden, die in den 60er Jahren durchgeführt wurden, wo die SED eine relativ hohe Zustimmungsquote zu ihrer nationalen Politik erhalten hatte, wo auch die Legitimation ausgeprägter war als zum Beispiel in den 70er Jahren. Generell haben wir uns etwas vorgemacht. Wir haben die reelle Situation immer schön geredet. Davon kann man keinen freisprechen und auf keiner Leitungsebene. Ich spreche mich davon auch nicht frei. Wir haben so getan, also alles denkt schon so, wie wir das uns vorstellen. Ja? Aber was die Unterschiede betrifft, zum Beispiel das Ansehen Erich Honeckers war in der Ökonomie weitgehend als inkompetent schon beurteilt. Aber sein Einsatz für die Dialogpolitik, für weg mit dem Teufelszeug, den Raketen aus der DDR, hat ihm große Sympathien eingebracht bei einem großen Teil der Bevölkerung. Und wir haben immer darauf dann gesetzt und gebaut und das in der Argumentation auch immer als sehr beispielhaft verkauft, ohne die wirklichen Zusammenhänge selbst bis zu Ende zu denken. Was die Sowjetunion betrifft, da möchte ich sagen, vor der Angst rangierte auch hier die Disziplin. Wenn man die Geschichte der SED nimmt, ist erkennbar, dass
unter Walter Ulbricht in dieser Beziehung sehr stark versucht wurde, die vorhandenen, zugegebenermaßen eingeschränkten Spielräume auszunutzen zugunsten der SED und der DDR. Ich nenne nur ein Beispiel. Als es im Politbüro der KPDSU ein Gespräch mit Abgeordneten des Politbüros der SED gab, es war schon, wo die Ablösung Ulbrichts im Raum stand, ist Ulbricht aufgetreten und hat gesagt, ich will euch mal eins sagen, die DDR ist kein Bielorussland. Kein Bielorussland. Das war natürlich eine mutige Haltung von Ulbricht, der ausdrückte, wir machen unsere eigene Politik. Es kam mit Honecker eine totale Umwandlung. Es wurde eine totale Einschwörung auf die sowjetische Politik vorgenommen. Die hielt dann auch nicht lange. Als dann mit Brezhnev ein leider Gottes schon fast todsterbenskranker Mann Generalsekretär der KPDSU blieb und die Besprechungen nur noch aus Monologen bestand und keine Aussprache mehr erfolgte, hat sich Honecker auch ein Stück bewegt. Sehr deutlich 1980, als Brezhnev den Rusakow, den seinen Sekretär für Beziehungen zu den sozialistischen Ländern, zu Honecker schickte mit der Mitteilung, wir kürzen euch die Erdöllieferungen um 2 Millionen Tonnen im Jahr. Da hat Honecker auch gesagt, sagen Sie bitte Genossen Leonid Iljitsch, das geht an die Substanz und die Existenz der Deutschen Demokratischen Republik. Gehört wurde darauf nicht. Und dann kam eine totale Abwendung von der KPDSU mit dem Moment, wo sichtbar wurde, wohin der Kurs von Gorbatschow steuert. Und diese Verschließung gegenüber der SU war zum Nachteil der DDR. Die DDR war von Anfang an sowjetisch geprägt, mit allen Organisationsformen. Das ging ja auch schon los, als die KVP gegründet wurde, hat man gesagt, was sollen denn plötzlich Deutsche und Russen ohne vor mir? Und ihnen hat das Volk von Anfang an in großer Masse nicht geglaubt. Dabei bleibe ich. Ich würde ganz gerne mich da noch ein bisschen dranhängen an dieses Statement. Was mir immer bei der Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit so ein bisschen fehlt, ist die emotionale Beteiligung der Leute, die Schuld auf sich geladen haben. Es wird oft ökonomisch argumentiert, politisch argumentiert, es werden Holzwege wahrgenommen und es wird relativiert, dass man selbst in irgendeiner Form involviert war. Es wird bestätigt, was ja auch richtig ist, und dass man also die Dinge falsch gesehen hat, dass man sie damals so gesehen hat, wie sie halt im ZK gesehen worden sind. Aber ich glaube, der Teil individuelle Schuld, den jeder Einzelne gehabt hat, der ausgeblendet hat, was an Grausamkeiten passiert sind, was an Mord passiert ist, was an unglaublichen Ungeheuerlichkeiten innerhalb dieses Systems passiert ist, da erwarte ich eigentlich von denen, die dafür auch nur die geringste Verantwortung tragen, ein Schuldbekenntnis. Ja, irgendwie eine Haltung der Demut und der Schuld und weniger als eine Relativierung und ein Verweis auf historische und ökonomische Gegebenheiten. Ganz sicher nicht, ich liebe euch doch alle oder so etwas. Sowas nicht, nicht die amerikanische Tour, aber was authentisch. Ich dachte jetzt an Mielke. Direkt zu Ihrem Kommentar eben, den ich in gewisser Weise nachvollziehen kann, aber ich finde, es besteht eine große Gefahr in dem, was Sie gerade gesagt haben. Schuld muss immer ein individueller Begriff sein. Wir haben aus guten Gründen, und dazu kann man die deutsche Geschichte auch mit vielen Beispielen heranziehen, den Kollektivschuldbegriff ad acta gelegt. Der Kollektivschuldbegriff ist Quatsch. Schuld muss immer individuell zuordnbar sein, und zwar zweifelsfrei, damit sie auch nachweisbar ist und zweifelsfrei belegbar sein kann.
Das würde ich deswegen vorschlagen, dass wir da lieber von Verantwortung reden. Ich will mal eine Sache zuspitzen, um das noch mal deutlicher zu machen. Wenn ich später mal Kinder habe und die fragen mich, was hast du eigentlich, Papa, gemacht, dass es nicht zu dem Klimawandel gekommen ist, der uns heute unsere Städte, unsere Länder mit Wasser überschwemmt und so weiter, dann würde ich auch sagen, ich trage wahrscheinlich dann Verantwortung dafür, weil ich mich damals in der gesellschaftlichen Diskussion nicht so dagegen gewehrt habe, mit meinen Mitteln, dass es nicht zu diesem Klimawandel gekommen ist. Aber schuld wäre ich dann auch nicht dafür. Schuld sind andere für den Klimawandel. Also ich finde diese Differenzierung zwischen Schuld und Verantwortung absolut wichtig für jede Form historischer Aufarbeitung. Ich habe noch eine Frage an Herrn Müller. Und zwar sprechen Sie immer von der Meinung der Partei. Aber was mir nicht ganz klar ist, wie sich diese Meinung gebildet hat. Das hört sich so an, als wäre das die Meinung Erich Honeckers gewesen und alle haben sich der untergeordnet. Ist dieser Eindruck richtig? Also nicht so, als hätte es hier eine Meinungsbildung gegeben, vielleicht im Politbüro oder im ZK, sondern Herr Honecker fegt irgendwas weg und damit hat sich das, weil es ihm nicht passt. Und wenn er keine Ahnung von Ökonomie hat, war das so eine Katastrophe. So stellt sich mir das jetzt dar. So bitte ich mich nicht zu verstehen. Die Meinungsbildung in der Partei vollzog sich auf vielen, vielen Wegen. Angefangen von den Diskussionen in Parteigruppen, wo eine recht freie Atmosphäre herrschte. Schon weniger konstruktiv in den Grundorganisationen und in den Kreisen und so weiter. Meinungsbildung entstand durch das Schulungssystem, was in der SED sehr straff gehandhabt wurde, seit 1950 und so weiter. Also die Meinungsbildung entstand über Informationen von unten nach oben, als wie auch von oben nach unten. Das, was auf das Konto Erich Honeckers zu schreiben ist, ist nicht so sehr die Meinungsbildung und die Meinungseingrenzungen, als vielmehr die Entscheidungen, die bindend waren. Und da war er derjenige, der entschieden hat, was beschlossen wird und was nicht beschlossen wird, was, so wie Ernst Berger gesagt hat, ja, wenn du das weiter aufrechterhältst, dann bist du ja fehl am Platze. Das sind schon zwei unterschiedliche, also Gesichtspunkte. Meinungsbildung, die ein Prozess auf vielen Ebenen war, und Entscheidungsprozesse, die nach dem Prinzip des demokratischen Zentralismus nur von oben nach unten gingen. Und Herr Müller, hatten Sie sich vorstellen können, damals oder auch in den 90ern, dass das auf einer Bühne stattfindet, was Sie damals im ZK erlebt haben? Absolut. Es hat das nicht damals, ich muss irgendwie sagen, es war das schon damals irgendwie irreal oder ein Theater oder wie ein Reigen, ich weiß auch nicht, wie man das bezeichnen will. Das war doch, haben Sie an sowas mal gedacht? Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, so eine Idee, so eine Vorstellung habe ich nie gehabt, dass das auf die Bühne kommen könnte. Und ich sehe eine Möglichkeit. Man muss es so oft wie möglich vor immer wieder neuen Publikum aufführen. Und wünschenswert wäre aus meiner Sicht, dass dazu Menschen, die es erlebt haben, die als Zeitzeugen sich der Debatte mitstellen. Weil dadurch könnte man manches auch dann erhellen und personifizieren. Ja. Wollen wir uns nicht doch einmal überlegen, ob wir nicht nur in Teilen der DDR, sondern überall in der DDR das sowjetische Fernsehen empfangen können?